Yes. So, Punkt 13 Uhr. Das ist ja hervorragend. So. Ja, guten Tag und herzlich willkommen heute zu Application Protection Policies in unserem Webinar. Wir wollen heute das Thema ein bisschen angucken. Ich bin nicht alleine, sondern ich habe noch Lothar Zeitler mitgebracht, unseren Senior Product Manager für Intune, und Thorsten Eberhardt, unseren Technical Specialist für Security. Thorsten wird ein bisschen das Q&A monitoren und gucken, ob wir Fragen haben. Und Lothar, das ist natürlich sehr interessant. Du wirst auch noch mal ein bisschen was aus dem Feld erzählen, genau zu dem Thema. Und da wollen wir dann gleich reinstarten. Mein Name ist Anna Lenzke. Ich bin Technical Specialist für den Cloud Endpoint. Das heißt, ich betreue die Endgeräte und alles, was mit Intune und Co. zu tun hat. Und dann legen wir doch gleich los. Was haben wir denn heute mitgebracht? Wir möchten uns erstmal einen Überblick mehr oder weniger verschaffen, zu sagen, was sind denn die App Protection Policies? Die gibt es ja jetzt schon ein bisschen länger. Was macht man damit? Was tun die überhaupt? Was ist neu? Ja, das ist interessant. Was kommt denn da Neues? Wie entwickelt sich das weiter? Dann Thema Kundenszenarien und auch Problembehandlung bei häufigen Szenarien, die einfach auftreten. Diese Themen würden wir heute ansprechen. Ja, die App Protection Policies erstmal im Überblick. Was tun die? Was machen die? Also wir haben eigentlich vier Hauptthemen, die wir angucken. Das ist einmal das Thema Datenschutz. Das heißt, so eine App Protection Policy muss ich mir vorstellen, wie so einen kleinen Container, den ich quasi nochmal um meine Applikation halt drumherum lege. Und ich kann halt festlegen, zu sagen, wenn ich zum Beispiel eine Office-Applikation habe, wie Outlook, was darf denn da mit den Daten passieren, die da drin sind? Also kann ich die einfach irgendwo hinkopieren? Darf ich die rausnehmen? Darf ich da irgendwas mitmachen? Oder möchte ich als Firma oder Unternehmung festlegen, dass ich die wirklich nicht weitergeben kann, diese Daten? Dass es wirklich gesichert bleibt, dass das in dieser Applikation bleibt. Das ist gerade ganz wichtig für das Thema Bring Your Own Device. Denn wenn ich halt mein privates Gerät habe und ich habe meine Firmendaten drauf und gebe die munter und lustig weiter, das ist ein bisschen herausfordernd. Ja, das möchte man ja nicht haben. Dann kann ich natürlich auch sehr gut steuern, wie sind denn die Zugriffsvoraussetzungen? Also wenn ich auf meinem privaten Gerät mit Bring Your Own Device hier eine Applikation drauf habe und ich möchte darauf zugreifen, zum Beispiel auf ein Outlook oder auf ein Word-Dokument, was vielleicht intern in der Firma halt als confidential behandelt wird, wenn ich darauf zugreife, soll ich da vielleicht nochmal mit Biometrie oder PIN nochmal abfragen, ob das auch wirklich sichergestellt ist, dass ich diejenige bin, die das auch halt wirklich aufpacken darf, die da wirklich reingehen darf und das Dokument sich anschauen kann. Conditional Launch ist halt auch etwas, was dazugehört, dass wir einfach abprüfen, wenn wir halt unsere Applikation auf einem Gerät haben, ist das Gerät denn auch wirklich in Ordnung? Oder ist das vielleicht jailbroken? Geht es dem Gerät nicht gut? Hat er seine Updates nicht bekommen? Wie ist einfach der Status vom Gerät, um da das Thema Zero Trust durchzusetzen? Denn ich soll natürlich meine Applikation und meine Daten nur auf sicheren Geräten ja auch wirklich anschauen dürfen. Da hilft uns das Conditional Launch einmal mit bei. Und last but not least, das Thema Multi-Identity-Bewusstsein. Wenn wir jetzt alleine mal das Thema Office-Apps betrachten, auf einem Bring Your Own Device, kann es ja auch sein, dass ein Anwender halt zum Beispiel Outlook auch privat benutzt. Bedeutet, wenn ich mich halt wirklich an der Applikation anmelde, muss die Applikation ja unterscheiden. Ist das die Anna privat oder ist das die Anna in ihrer Rolle als Microsoft-Mitarbeiter? Entsprechend nur in der Rolle als Microsoft-Mitarbeiter darf ich dann auch die internen Mails betrachten. Dieses Multi-Identitätenbewusstsein kann ich da halt auch wirklich abdecken mit den App Protection Policies, um sicherzustellen, dass wirklich auch nur die Anna im Kontext der Microsoft ihre Microsoft-Dinge anguckt und die private Anna dann ihre privaten Mails. So, all diese Voraussetzungen
und Möglichkeiten, die wir mit den App Protection Policies haben, die gelten natürlich nicht nur für Bring Your Own Device. Die kann ich auch, wenn ich mein Gerät schon im Management habe, trotzdem nochmal für eine Applikation anwenden. Wenn es zum Beispiel um eine Applikation geht, wo ich sage, die ist mir super wichtig, ja, es ist eine HR-Applikation oder eine Finanzapplikation, ich möchte die nochmal verpacken quasi, ich möchte nochmal einen Layer Sicherheit da drauflegen, dann kann ich diese Möglichkeiten anwenden, um dann die Applikation nochmal abzusichern. Was dadurch halt dann auch wirklich das Sinn der Sache ist, zu sagen, ich verhindere halt einfach, dass mir Daten verloren gehen. Hier haben wir die Lynn. Die Lynn, wie gesagt, sie fügt ihr Unternehmenskonto zu Outlook Mobile hinzu. Wir haben halt aber auch nochmal einmal eine Steuerung über Intune, ja, die sicherstellt, dass da diese Trennung ist zwischen ihrem privaten Outlook und dem Outlook der Firma. Das heißt, immer dann, wenn Lynn halt sich an ihrem Outlook für das Unternehmenskonto anmelden möchte, dann muss sie erstmal eine PIN eingeben. Die wird bei der Erstinitialisierung, wird sie darum gebeten, dass sie eine PIN erstellt. Diese gibt sie, muss sie halt eingeben. Und dann erst kann sie Outlook halt öffnen im Unternehmenskontext, kann dann halt arbeiten, kann E-Mails kopieren, Texte in die Zwischenablage tun etc. Naja, und wenn da mal ein Fehler unterläuft, ja, und ich nehme einfach versehentlich irgendetwas aus meinem Unternehmenskontext in die Zwischenablage und versuche das irgendwo anders einzufügen, dann unterbindet das die Schutzrichtlinie und blockiert das. Und dieses Blockieren ist halt ganz niedlich, weil erst im ersten Moment kann ich das wirklich kopieren. Ich kann auch woanders reingehen. Und mir als Administrator steht da manchmal der Schweiß auf der Stirn, denkt, funktioniert das jetzt? Und dann sage ich, Paste, füge ein. Und dann steht dann da, die Unternehmensrichtlinie unterbindet, dass sie es einfügen dürfen. Ja, also so in diesem sachlichen Kontext. Und es funktioniert halt nicht. Ich kann nicht etwas rübernehmen, was hier mit dieser Richtlinie geschützt wurde. So, wenn ich das jetzt aber dann halt zum Beispiel in meinem unternehmensinternen OneNote öffnen will oder einfügen möchte, dann funktioniert das, weil ich meine Richtlinie so gesetzt habe, zu sagen, von meinem internen Outlook in mein internes OneNote, da kann ich gerne etwas reinfügen. Das ist dann halt möglich und das System macht damit. Das hilft uns halt dadurch, dabei halt einfach sicherzustellen, dass wir das Daten nicht aus Versehen irgendwo hin kopiert werden. Und es gibt mir aber auch die Möglichkeit, Bring Your Own Device zu unterstützen. Ja, weil das macht es halt auch für die Mitarbeiter eigentlich recht schön, wenn ich dann auch mal dran denke, ich habe Projektmitarbeiter oder Ähnliches, die sollen Zugriffe haben. Die kriegen aber jetzt nicht gleich ein Handy von mir. Ja, dann macht es da halt wirklich Sinn zu sagen, hey, warum gehen wir nicht mal diesen Weg und packen halt eine Applikation mit den App Protection Policies, um da dann halt diese Möglichkeit zu schaffen. Ja, wie sieht das Ganze aus? Jetzt großer Trommelwirbel, ob das Video starten will. Es startet. Dieses Video ist sehr, sehr schnell. Ja, aber es zeigt uns ein bisschen, wie es angelegt wird. Ja, diese Applikation ist geschützt. Ja, ich muss jetzt meine PIN eingeben und anlegen. So, und dann bin ich in meinem Outlook drin. Jetzt kopiere ich da etwas. Ja, und passe nicht auf. Jetzt füge ich das einfach in meinem Safari mal ein. Oh, ah, nee, cannot be pasted here. Ja, das unterbindet er. Jetzt gehe ich in mein OneNote rein. Jetzt muss ich es nochmal starten. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, es einzufügen. Also das ist so die Erfahrung, die die Anwender dann halt sehen, wenn sie damit arbeiten, wenn eine Applikation so geschützt ist. Wichtig wäre dann halt auch den Mitarbeitern halt den Hinweis zu geben, zu sagen, ja, wenn ihr das verwendet, ihr dürft von zum Beispiel Office-Applikation zu Office-Applikation kopieren, um einfach dann halt auch einen Hinweis zu geben, wohin darf man das denn machen, dass man halt nicht, dass nicht plötzlich irgendjemand komplett enttäuscht ist und gar keine Lust mehr hat, damit zu arbeiten. Also sprich, die User auch immer mitnehmen.
Ja, warum brauchen wir das Ganze? Das MDM steuert halt die Gerätekonfiguration. Ja, was macht mein Gerät? Wie funktioniert die Sicherheits- und Endnutzerelemente? Was darf mit dem Gerät passieren? Wie ist es verwaltet? Und die App-Schutzrichtlinien, die schützen halt wirklich die Daten. Die stellen sicher, dass Unternehmensdaten geschützt sind, aber auch, dass die persönlichen Daten des Benutzers nicht verteilt werden. Und hier ist halt auch wieder dieses Thema Multi-Identity Policy. Ich kann halt sowohl mit meiner Firmenkennung einmal hier arbeiten, als auch mit meiner persönlichen Kennung. Was sind die Voraussetzungen? Ja, also ich brauche erstmal ein Azure AD Konto und der Benutzer muss natürlich für Intune lizenziert sein. Und wenn ich so eine Richtlinie geschrieben habe, dann muss ich die auch der Gruppe zuweisen, wo halt der Benutzer drin ist oder die Benutzergruppe von den Mitarbeitern, die das einfach verwenden dürfen. Die Applikationen, die muss ich natürlich auswählen und dann auch einmal halt quasi packen dafür, dass das halt, dass sie diese Richtlinien anwenden können. Das heißt, ich muss einmal den Prozess durchgehen und für diese App dann halt auch die Richtlinien anwenden, ja, dass das halt auch wirklich dann an der Applikation dranhängt. Da finde ich aus meiner persönlichen Sicht immer das Herausforderndste zu sagen, wie stelle ich denn die App ein? Also was sind die Richtlinien, die ich schreibe? Wie lege ich die fest? Wie streng sollen die sein? Was soll abgedeckt werden? Das heißt, die Konzepte der Sicherheit an sich, wie ich so eine App Protection Policy schreibe, das ist eigentlich fast viel aufwendiger, mir darüber Gedanken zu machen, als es technisch umzusetzen. Weil technisch umzusetzen, da kann man sich doch recht zügig im wahrsten Sinne im Intune durchklicken und es funktioniert auch sehr zügig auf den Punkt. Ja, mit welchen Geräten funktioniert das? Mit den Android-Geräten und den iOS-Geräten. Wir brauchen das Unternehmensportal, um dann die App, die wir gepackt haben, bereitzustellen. Wir können dann halt aber auch noch den Authenticator dafür verwenden, wenn wir da nochmal ein Layer Sicherheit drauflegen möchten. Ja, wenn wir es on-prem verwenden von App Protection Policies on-premises, wenn wir das verwenden möchten, dann muss die moderne Hybrid-Authentifizierung aktiviert sein. Dann können wir auch da unsere Applikationen und vor allen Dingen unsere Daten absichern. Ein bisschen zum Thema Conditional Launch. Das Thema Conditional Launch geht halt wirklich darum zu sagen, dass wir halt erstmal gucken, wie geht es denn dem Gerät. Und da wird dann halt über Intune steuert dann über die App Protection Policy quasi, ob ein Zugriff stattfinden darf oder nicht in Bezug auf, wie geht es denn wirklich dem Gerät gerade. Festlegen kann ich das halt einmal auch daran zu sagen, ist das Gerät, wie gesagt, jailbroken oder nicht. Oder aber zum Beispiel, welche Betriebssystemversion muss denn mindestens auf einem Gerät drauf sein, dass diese Applikation, die ich da halt gerade betreten möchte, auch wirklich für mich funktioniert. Ich habe halt auch die Möglichkeit zu sagen, dass ich eine Applikation nach einer gewissen Zeit sperre, also die App zu sagen, nach einer Zeit X, wenn da nichts passiert ist, dann sperre ich die App, um dann halt zu verhindern, dass irgendwas passiert, ne? Dass das Handy halt auf dem Tisch liegen geblieben ist und irgendjemand anders in die App halt reingehen kann. Gegebenenfalls habe ich ja auch die Möglichkeit zu sagen, wir können das Ganze halt auch löschen. Das heißt, ich kann die Verbindung, die die Applikation hin zu meinem Unternehmen hat, auch löschen. Ja, das kann ich dann immer dann machen, wenn zum Beispiel wenn das Gerät sehr, sehr lange offline war oder
Wenn halt die Frage ist, ob derjenige überhaupt noch zugreifen darf, dann habe ich die Möglichkeit, halt auch die App einfach zu löschen. Ja, oder aber, dass ich nochmal den User anfordern muss, zu sagen, hey, du warst jetzt so lange offline, melde dich doch bitte nochmal an, einfach um sicherzugehen, dass du auch derjenige bist, der da wirklich hier mitspielen möchte und mitspielen soll vor allen Dingen. Ja, bei Jailbroken und Rooted Devices kann ich wirklich auch verhindern, dass jemand überhaupt in die App reingeht. Ja, also das ist auch etwas, was man nicht deaktivieren kann, weil natürlich so ein Gerät, wenn ich das halt in den Kontext kriege, dass dieses Gerät Zugriff auf Daten hätte, das wäre aus Sicherheitssicht nicht die Idee. Hoppala, jetzt springt er mir einfach hier weiter. Von daher habe ich hier die Möglichkeit, Jailbroken und Rooted Devices wirklich gleich den Zugang zu blocken und zu verhindern, dass da überhaupt etwas mit unternommen werden darf, dass derjenige überhaupt sich an der Applikation anmelden kann. Zu konfigurieren, wie eben schon erklärt, kann ich auch die minimale und maximale OS-Version, ja, um da auch festzulegen, zu sagen, wenn Geräte an Daten kommen, die von meinem Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, dann muss das Gerät bitte eine maximale oder minimale OS-Version haben. Hat es das nicht, blocke ich den Zugang. Das heißt, dass dann wirklich derjenige im wahrsten Sinne nicht mehr mitspielen darf und nicht die App betreten kann. Wir können halt auch, wenn wir also festlegen, ein deaktiviertes Konto zum Beispiel, das können wir halt auch komplett ausblenden. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Projektarbeiter Zugriff hatte auf ein Outlook der Firma oder auf ein Word, was wir halt vorher mit einer App Protection Policy gepackt hatten und der Kollege hatte darüber Zugang, wenn dieser Kollege jetzt die Firma verlassen hat, dann hätten wir halt die Möglichkeit zu sagen, bei Disabled Accounts, weil er ist nicht mehr da, das Account wurde deaktiviert, dann blocken wir den Access auch. Und somit haben wir dann auch wieder sehr schnell den Überblick darüber, dass niemand halt wirklich an Daten rangehen darf, wo der nicht mehr bei uns ist, der nicht mehr mit uns zusammenarbeitet und können da halt sehr schnell festlegen und Zugang unterbinden, wo es nicht mehr gewünscht ist. Bei Android-Geräten kann man halt auch noch festlegen, dass wir zum Beispiel eine PIN brauchen. Das heißt, dass ich, wenn die Gerätesperre auf dem Gerät nicht aktiv sein sollte, ja, dann wird es halt über die App-Schutzrichtlinie wird es aufgefordert, dass dies aktiviert wird, um einfach nochmal zu verhindern, dass das Gerät dann halt einfach offen ungesperrt irgendwo rumliegt und man dann halt einen Zugriff sehr, sehr zügig auf die App kriegen könnte, die ich dann halt verteilt habe. Was ich natürlich noch machen kann, ist, um das zu umgehen, ich könnte halt nochmal einen PIN für die App gleich mitschicken. Aber gerade für Android-Geräte ist das eine schöne Sache, wenn ich da sagen kann, ich brauche einmal das Require Device Log und wenn der Benutzer es nicht einschaltet, das Require Device Log, dass er da halt sich anmelden muss am Gerät, dann könnten wir auch wieder unterbinden, dass dann die Applikation, die von uns bereitgestellt wurde, überhaupt verwendet wird. Wir können auch, wenn wir möchten, die App-Schutzrichtlinien wirklich ganz dediziert auf einen Hersteller routen, so quasi, ja, zu sagen, nur folgende Hersteller sind erlaubt anhand folgender Namen oder IDs, ja, um sicherzugehen, dass dann auch nur gewisse Geräte halt mit reinkommen in mein Management und in meine App Protection Policies. Das heißt, da kann ich dann halt wirklich nochmal ein bisschen verifizieren, wer darf denn mit welchem Gerät mitspielen bei unseren Applikationen. Ja, eine SafetyNet Device Attestation kann ich auch nochmal halt gerade bei Android dann halt auch mitgeben, um sicherzugehen, dass hier auch keine
manipulierten Geräte oder ähnliches halt versuchen zuzugreifen auf meine Apps. Und auch hier kann ich dann festlegen, wenn da irgendwas nicht stimmt, blocke ich einfach den Access und sage dem Benutzer hier non-compliant device, du hast keinen Zugang auf die App. Und dann müsste der Benutzer erstmal schauen, dass sein Device wieder in einen Status kommt, wo wir sagen, ja, da kann man doch mit arbeiten. Ja, und das war schon das, was die App Protection Policies sind. Ja, und jetzt würde ich gerne an Lothar übergeben, der ein bisschen was dazu erzählt zum Thema, was ist denn neu, wie geht es denn weiter? Lothar, würdest du übernehmen? Ich glaube, Anna. Ja, es hat funktioniert. Vielleicht als kleiner Hintergrund. Wir hatten hier ein bisschen, wenn ich Control übergebe, ist auf einmal meine Maus weg. Also wusste ich auch nicht. Muss man damit leben und arbeiten. Okay, gut. Also, dann kann ich übernehmen. Hat alles funktioniert. Danke fürs Reinspringen, Thorsten. Danke, Anna. Dann machen wir einfach mal weiter. Und danke für den großartigen ersten Teil. Ich mache jetzt mit dem zweiten weiter. Und da gucken wir mal, was Neues in Application Protection Policies. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig zu sagen, was ist neu eigentlich, müssen wir genauerweise oder genau sagen. Es beinhaltet eigentlich alle Neuerungen über ja, das letzte, ich bin jetzt gerade im Legen, letzten 10 Monate. Alles, was neu gekommen ist, also das heißt, was kam neu und was ist jetzt also zum Schluss hinzugekommen? Und jetzt gehe ich hier mal rein in die Präsentation und hoffe, dass alles funktioniert. Ich glaube, ja. Also nach meinem Screen hier kann ich sehen, dass das jetzt im Live ist mit dem App Categories. Eins der wichtigen Punkte hier zum App Categories, wer App Protection Policies von früher her schon kennt, der weiß, es war ein bisschen kompliziert, die entsprechenden Applications auszuwählen und eben dann zu sagen, okay, ich selektiere eine Applikation und da möchte ich bestimmte Policies auf Managed und Unmanaged Devices draufgeben. Wir hatten uns jetzt überlegt, was sind so die generellen Ansprüche, die man auch von Kundenszenarien erkennen. Das eine ist natürlich, alle Applikationen hier aufzunehmen, die Protection Policies, auch diese, die diesen Internet SDK integriert haben, um eben Daten schützen zu können. Dann eben alle Microsoft Applications. Mittlerweile sind alle dabei. Das war vor 2 Jahren nicht ganz so, aber jetzt mittlerweile sind alle dabei. Alle Mobile Apps, wo ich dann sagen kann, alles, was Microsoft eingepflegt hat, wird mit diesen Policies gesetzt. Oder eben die Core Applications, wo man dann nochmal unterscheidet, was ist die Most Used App oder was sind die Most Used Apps. Das sind die Klassiker, Word, Excel, PowerPoint und so weiter. Teams, kürzlich auch noch mit dazu, Outlook natürlich auch. Sehen wir aber dann nochmal eine kleine Demo. Gut, dann schauen wir uns weiter kurz an, was ist noch mit dabei. Hier sind die Universal Links, ist eine Geschichte von iOS und iPadOS, die kamen mit dazu. Und hier ist es dann so, dass eben Content über bestimmte Links, Webadressen transferiert wird. Hier kann ich dann welche dazufügen für meine Application. Hier sind Standard-Links drinnen, aber ich kann die natürlich auch rausnehmen. Wir haben das auch in der Demo dann hinterher nochmal recorded. Kann man gerne nochmal drauf gucken. Ich werde es dann auch nochmal erklären dazu zum Ablauf, was wir hier genau tun. Aber wie gesagt, es gibt es dann im Video nochmal anzuschauen. Das nächste ist maximale Betriebssystemversion. Ja, da kann man sich jetzt überlegen, was hat es zu tun mit einer maximalen Betriebssystemversion, weil ja oft die Sache ist, dass man sagt, ich will immer auf dem letzten Stand sein, hat einen Grund, weswegen wir das eingebaut hatten oder haben. Es gibt tatsächlich die Anforderungen von Entwicklern für bestimmte Applikationen auf Mobilgeräten, die jetzt verlangen, zu sagen, okay, ich bin compliant bis zu der Version und wenn jetzt eine Update-Version kommt hier, ob das jetzt Android oder iOS ist, dann müsste ich diese Applikation aufs Betriebssystem rezertifizieren und dann kann ich sie freigeben. Und somit hatten wir hier die maximale US-Version mit eingepflegt, neben der minimalen US-Version, die man ja schon kennt. Dann Application
Protection Policies für Defender für Endpoint. Also hier können wir auch die Signale mit abgreifen, sollte Defender hier verwendet werden. Hier kann ich dann sagen, okay, was sind die Aktionen, die hier durchgeführt werden sollen? Blockiere ich das Gerät, wipe ich das Gerät? Solche Dinge kann ich tun. Und wie gesagt, die Signale für Defender von Endpoint neben den Threat Defense Software Dingen kann ich mit in mein Signaling für die Compliance mit einbeziehen und das dann tatsächlich auch auf Applikationsebene nochmal abprüfen. Zu sagen, okay, das Device ist noch compliant und wenn ich hier nur App Protections habe mit Defender, dann kann ich sagen, aber ich darf sie nicht ausführen, weil hier Risikosignale festgestellt wurden und somit blockiere ich die Ausführung. Dann das nächste Mobile Threat Defense Partners ist das andere Thema. Natürlich neben Defender auch verschiedene Partner, die wir hier mit haben, die mit uns zusammen zu bearbeiten. Also hier eine kleine Liste, ein kleiner Auszug. Man kann es mal nachlesen. Es wird auch immer aktualisiert auf der Webseite. Also da müssen wir tatsächlich nochmal reingehen. Also ich bitte das zu entschuldigen, die sollte noch funktionieren. Aber mittlerweile haben wir es ja umbenannt von Docs in Learn. Haben wir ganz vergessen. Learn.microsoft.com und dann die URL ist dann hinterher die gleiche. Nur vorne hat sich ein bisschen was geändert, aber es sollte nach wie vor funktionieren. Wie gesagt, ansonsten einfach suchen nach Intune Threat Defense Partners und dann findet man auch die Liste, die eben fortwährend aktualisiert wird. Gut, dann haben wir hier eine kleine Demo und dann schauen wir mal, ob das Video auch anstartet. Ich probiere es ja gerade mal aus. Sollte jetzt kommen, sollte sichtbar sein. Also hier im Demo, ich gehe unter Apps, gehe hier auf Application Protection Policies, mache hier eine neue Policy für iOS. Funktioniert auch das gleiche für Android natürlich. Tippe hier erstmal oder vergebe hier eine Benamung, wie eine Standard Policy halt einfach aussieht. Hier kann ich dann sagen, auf was die Policy zugreifen soll. All types of devices. Hier können wir unterscheiden, ob es managed oder unmanaged sind. Hier ziehen wir also auf Managed Geräte und hier sage ich hier, ich habe alle Applikationen. Hier kann ich mal gucken, was es alles gibt. Also man sieht hier die Liste an Apps, die eingepflegt sind, die den Internet SDK integriert haben. Oder ich kann hier sagen, ich gehe auf alle Microsoft Apps und schaue mir die Liste also hier an. Das sind also alle Apps, Mobile Apps von unserer Seite her oder eben die Core Apps von Microsoft, die man sich auch mal anschauen kann. Also Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, Edge und so weiter, To-Do ist auch mit drin und auf diese werden dann diese Policies angelegt. Hier kann ich dann sagen, Organisationsdaten mit OpenIn oder Managed OpenIn und hier kann ich dann sagen, Links, die ich ausnehmen soll aus der ganzen Sache. Zum Beispiel hier interessant, wenn ich mit System-Apps konfiguriere, ich habe hier FaceTime rausgenommen, dann könnte ich einen Request zu FaceTime schicken, würde aber nicht funktionieren, weil FaceTime-Link nicht mehr präsent ist. Also so kann sich auch verhindern. Und wenn ich eine eigene Applikation habe, dann kann ich unten noch sagen, okay, ich nehme dann einen Link dazu. In unserem Beispiel heißt es einfach simply example.com und das ist der Universal Link, den die Applikation verwendet, um drüber zu kommunizieren. Also so kann ich das auch mit eintragen. Hier eben nochmal festzulegen, wo ich Daten speichern kann, ob die lokal gespeichert werden sollen oder nicht. Also ich klicke hier fest OneDrive und SharePoint ist erlaubt, wenn ich es lokal speichern will, dann nicht, wenn die Protection Policies sind. Und hier sehe ich dann auch verschiedene Encryption-Methoden und hier zu guter Letzt auch noch ein Managed Browser. Wenn ich also Content habe in die URL, die besonders geschützt werden soll, dann kann ich das über Managed Browser festlegen. Hier dann eben die Sachen, was mache ich, wenn verschiedene Dinge passieren. Ich kann hier abgreifen, Betriebssystemversionen, ein paar Sachen kann ich immer vom OS bekommen. Hier ist iOS 15. Wenn das eine MacOS Version 15 ist, dann blockiere ich und hier unten habe ich dann Threat Level, den ich auch noch definieren kann, Medium, High. Was das bedeutet, kann man dann auch bei den Defender Doc oder bei den Threat Defense Partnern nochmal nachlesen. Natürlich muss ich es wie jede Policy in Intune sein. Hier nehme ich die auf alle Benutzer und jeder Benutzer, der ein gemanagtes Gerät oder iOS-Gerät hat, bekommt diese Policy dann drauf. Und das sind final die Settings oder die Einstellungen, die ich angelegt bekomme. Und mit der Erstellung der Richtlinie gehe ich dann weiter und führe dann einmal die Bereitstellung des Systems durch und natürlich dann auch das Zuweisen auf ein Gerät mit den Assignments. Gut.
Von iOS Manage Open In, ja, das ist eine Geschichte für sich, die immer wieder mal aufschlägt. Es gibt Managed Open In. Ich versuche es jetzt ganz knapp zu erklären, was es ist. Gerade hinsichtlich, also Managed Open In gibt es eigentlich nur, wenn es Device gemanagt ist. Und wenn ich ein Managed Device habe bei Apple, dann ist die Philosophie, wenn ich über EMMs eine Applikation bekomme, dann ist es eine gemanagt App. Wenn ich es normal aus dem Store, aus dem App Store installiere, dann eben nicht. Und ich kann hier dann sagen, wenn die Applikation über einen ja, bekannten oder gesicherten oder gemanagten Kanal kommt, dann setze ich ein gewisses Vertrauen in die Anwendung, weil die von meinem Unternehmen bereitgestellt wird. Jetzt kann ich festlegen, es ist eine Application Protection Policy, die ja unabhängig vom Management Einstellung vom Gerät angelegt werden können. Ich kann dann sagen, dass mit den Applikationsrichtlinien oder Protection Policies nur Applikationen untereinander kommunizieren dürfen. Wenn ich aber das Szenario habe, ein Managed iOS-Gerät zu haben, dann macht es natürlich auch Sinn, sich zu überlegen, wie kann ich Daten aus einem Excel als Beispiel, das hier geschützt ist mit APP, in eine gemanagt Apps, irgendein Editor oder eine Business-Software, die aber Intune SDK integriert hat oder nicht integriert hat, sondern einfach gemanagt ist durchs EMM. Wie kann ich die Daten darüber schicken, eben send mit über Open in an Application oder in a Managed Application. Und dahingehend können wir von Intune eben feststellen, ist es eine gemanagte Application? Und dann kann ich, wenn ich es eingestellt habe in den Application Protection Policies, auch erlauben, dass eben Daten auf Managed Applications oder Managed Open-In Applications geschickt werden können. Nicht aber auf die Applikationen, die persönlich installiert wurden, wie irgendein Notizblock-Software oder irgend sowas. Also das funktioniert nicht. Also soweit kann ich es dann einschränken. Gut, also hier als Beispiel, ich habe hier die Daten, das stehen im Managed Open-In drin, die sind alle per EMM verteilt worden und somit im Managed-Kanal. Also wenn ich da draufklicke auf Open Managed Application, dann kann ich das rüberschicken an das entsprechende, an die entsprechenden Programme. Gut, iOS Managed Open-In. Man muss eins noch berücksichtigen, sollte man das dann einstellen oder umsetzen wollen. Wie kann man denn überhaupt feststellen auf dem Gerät, dass eine Applikation managed ist oder non-managed oder eine private Applikation ist? Dahingehend gibt es unter der Haube einen Prozess, einfach zu sagen, ich habe ja, wenn ich meine Software im Business-Kontext verwende, eine Business-Adresse. Und das ist normal so ein UPN. Also meiner ist bei microsoft.com, genauso wie Anders und Thorstens. Und der wird dahingehend verwendet, wenn ich ein Device enrolle in Intune, dann wird meine Business-Adresse verwendet. Und diese nehme ich dann her, um zu sagen, es gibt eine Applikation, ich nehme diesen gemanagten Kanal her und schicke mit meiner ID, quasi mit meiner gemanagten ID, eine Nachricht in diesen Kanal rein, ist diese Applikation gemanagt oder nicht? Und dann bekomme ich entweder ein Ja oder ein Nein zurück. Wenn Nein, ist es eine non-managed Applikation, wenn Ja, ist es eine gemanagte Applikation. Allerdings muss ich dann auch noch bekannt machen für die Applikation selber, was ist denn der UPN? Und dahingehend muss ich einen Wert eintragen und der funktioniert bei Apple Devices, bei Android ist es anders, bei Apple Devices mit einem Settings, das ist eine Applikationseinstellung, der heißt Intune Mum UPN, heißt Setting und da gebe ich hier an den User Principal Name und der muss festgegeben werden oder festgelegt werden, ansonsten funktioniert es nicht. Also das muss ich hinterlegen, dann klappt es. Hier im Beispiel, wenn man es, ich hoffe, lesen kann, sehen wir Managed Devices, iPadOS und iOS und hier ist die Targeted App, Android Acrobat Reader, wo ich dann sage, ich weise hier den Intune Mum UPN zu und wenn Acrobat Reader quasi über Intune verteilt wird, ans System geschickt wird, an mein iOS-Gerät, dann kann ich sagen, okay, ich will jetzt Daten nach Acrobat Reader schicken und das ist eine gemanagte App und das ist Business Content und dann funktioniert es auch, weil ich hier sage, ich nehme mein UPN her, das ist definiert und das ist eine gemanagte App und über den Kontext kann ich mich dann austauschen. Also die Konfiguration muss ich machen und die ist nicht in der Masse zu tun, sondern die muss tatsächlich per Anwendung, die da drin sein soll oder mit der ich Daten austauschen will, vorgegeben werden oder konfiguriert werden. Ist wichtig zu wissen, weil manche denken, ich konfiguriere es einmal und dann passt es. Ist nicht so, ich muss tatsächlich jede App dann machen, da geht kein Weg dran vorbei. Gut,
Kundenszenarien, gehen wir hier drüber. Outlook Mobile, bedingt Zugriff. Anna hat es schon mal angesprochen. Also grundsätzlich Conditional Access funktioniert auch mit Unmanaged Devices und nur über Applikationsrichtlinien oder Application Protection Policies. Kann ich machen. Und hier schauen wir uns einfach mal ein Szenario an, wie sowas ausgucken kann. Ich glaube, es ist bekannt und es ist kein Geheimnis, wenn man es macht. Nämlich hier, ich habe einmal ein gewisses Assignment, dass eben Joni auf Office 365 zugreifen darf und auch eine Identität im AAD hat. Dann gibt es hier Conditions, die schauen so aus. Ich habe hier Login-Risiko, wo ich dann sagen kann, nur gesicherte Geräte dürfen zugreifen. Als Device-Plattform kann ich noch angeben, hier iOS und Android. Ich kann noch location-spezifisch arbeiten, wenn ich möchte, und für die Clients, dass ich Modern Off Clients habe. Und dann kann ich sagen, wenn das gegeben ist, dann kann ich hier entweder Grant oder Block Access machen. Hier habe ich als Grant Controls Multifaktor-Authentifizierung muss vorliegen. Device muss compliant sein und es muss sich um eine Approved Client Application handeln. Der Hintergrund ist der, für CA als solches gebe ich auch vor, diese Applikation ist überprüft und kann und darf darauf auf sozusagen Ressourcen in der Cloud zugreifen, sofern sie eben bei uns abgenommen worden ist. Und natürlich on top noch eine App Protection Policy, die da on top sitzen müsste. Gut, jetzt schalten wir hin. Das müsste eigentlich auch eine Demo sein. Das können wir uns ganz kurz mal angucken im Video. Also ich schieße das mal ab hier und müsste losgehen und es funktioniert. Genau. Ich sehe also hier Conditional Access. Das verzweigt quasi zu den AAD-Settings rüber. Also ich vergebe hier eine neue Conditional Access Rule. Das ist auch hier, wie es Standard ist bei uns. Erstmal einen Namen vergeben für die Richtlinie. Es kann Intune sein oder auch ein Setting in AAD. Dann spezifiziere ich natürlich, die CA oder Conditional Access Regel soll für bestimmte Benutzer gelten. Und da suche ich mir jetzt gerade die Benutzergruppe aus, die alle Application Protection Policy Benutzer beinhaltet. Dann suche ich mir aus die Cloud Apps. Dann suche ich mir aus, welche das sein wird. Und dann nehme ich die Office 365 Backend Services her. Die selektiere ich also da. Dann habe ich das schon festgelegt, dass eben Conditional Access für die Gruppe auf Office 365 funktioniert. Unter den Bedingungen kann ich dann sagen, wie wir es gerade eben skizziert hatten, Configure iOS und Android. Das war eins der Anforderungen, die wir machen wollten und jetzt umgesetzt haben. Dann für die Client-Applikation sage ich auch Konfiguration, Modern Authentication Clients und hier die Legacy schalte ich weg. Dann für die Access Controls, Grant, und da kann ich dann nochmal sagen, Require Application Protection Policy ist eins. Also selbst wenn eine Approved App jetzt hätte, die jetzt keine Policies hätte, könnte ich nicht drauf zugreifen. Und unten habe ich alles mit einer Und-Bedingung verknüpft. So, dann schalte ich die Policy an und sage hier Create und dann ist die CA Policy oder Conditional Access Policy erstellt und Benutzer werden eben nur zugelassen, wenn hier eine App Protection Policy existiert und dann kann man auch mit Modern Off Clients wie Outlook Mobile auf Exchange zugreifen. Gut, dann hier kurz eine Demo, Conditional Access, bedingter Zugriff in Aktion. Schauen wir mal, wie es funktioniert. Also ich gehe hier hin. Enter oder gebe meine Adresse ein, sage hier anmelden und bekomme einen Passwortdialog. Okay, okay, dann gehe ich weiter, sage ich Continue und jetzt müsste es sehen, genau, Conditional Access funktioniert nicht, cannot get here from there. Dann habe ich eine Application Protection Policy aufgesetzt, nochmal raus aus dem ganzen Thema, nochmal rein in Office 365. Ich überprüfe jetzt den Status. Da ist jetzt im Hintergrund, muss man wissen, die Policy aufgesetzt. Und man sieht oben Protecting this App, bedeutet, dass jetzt die Policy angelegt wird. Dann kommt auch noch dieser Organization-Dialog. Da muss die App einmal restartet werden. Hier habe ich dann verschiedene Richtlinien, um top zu liegen. Ich glaube, die müsste eben sein, dass ich hier genau diesen PIN eingebe, dann und halt es kommen nebenher noch ein paar andere Settings mit drauf. Da gebe ich jetzt den PIN mit ein und somit kann ich mich jetzt anmelden und auch meine E-Mails da konsumieren bzw. auf die Backend-Services zugreifen.
Das ist Conditional Access. Aber ich glaube, mittlerweile, Conditional Access gibt es schon eine Weile und ich glaube, mittlerweile kennt es fast jeder. So, Application Protection Policies oder Schutzrichtlinien, Datenschutzrahmen, da gibt es eine Sache, die haben wir. Oben rechts steht der Link unter aka.ms App DPF oder Data Protection Framework festgelegt. Es soll eine kleine Hilfe sein, weil ich weiß, es macht jedes Unternehmen eigentlich immer selber und es gibt so viele verschiedene Sachen, die dann eine Rolle spielen. Aber wir haben uns überlegt, wir könnten mal es zusammen konsolidieren und einfach mal uns überlegen, was sind die unterschiedlichen Levels oder Stufen und die dann halt in ein Framework einzugießen, um hier zu sagen, es gibt ein Enterprise Basic Data Protection Level. Man sieht hier in der Beschreibung, dass es hier PIN-Optionen gibt, dass Daten Encryption angeschaltet werden sollen und Selective Wipe auch gegeben sein soll, dass ich dann sagen kann, ich kann App-Daten löschen. Und konträr dazu ist dann der Level 3, wo ich dann sage, ich schalte alles so gut wie es geht ein. Ich mache App Protection Policies mit Mobile Threat Defense, um festzustellen, ob irgendwas auf dem Device ist. Bietet sich dann an, wenn ich wirklich sehr, sehr, sehr sensitive Daten hier verarbeiten muss. Gut, wir schauen uns hier mal den Level 2 an im Speziellen. Also hier nochmal unten der Link, wo man die Sachen runterladen kann. Interessant vielleicht ist, dass wir in diesen Data Protection Framework vorgefertigte JSON-Files hernehmen, um Richtlinien zu definieren. Also es ist unsere Konfigurationsdatei und um es automatisiert einbauen zu können, gibt es bei uns auch auf GitHub gibt's etliche PowerShell-Scripts, die da helfen können, über Graph API Intune automatisiert zu konfigurieren. Und wir verwenden da tatsächlich beides, um den Level 2 hier zu integrieren und Daten Schutzrichtlinien hier automatisch in Tenant einzuarbeiten. Aber das schauen wir uns auch nochmal an. Ich schicke mal das Video los. Es wird schnell sein und es wird, glaube ich, bei dem viel passieren. Also ich habe hier einmal das Data Protection Framework. Hier steht nochmal alles beschrieben drin, was alle Settings sind. Es ist jetzt nicht zum Mitlesen gedacht, das sage ich gleich am Rande. Ich schaue mal hier das Framework an. Ich sehe also hier die verschiedenen JSON-Files, wo dann drin steht, was kann ich automatisiert definieren und was kann ich hier ändern. Dann kann ich hier sagen, okay, ich nehme das Standardbeispiel aus 2 heraus. Und hier sind die Intune-Scripts, die über Graph API verschiedene Sachen setzen können. Die kann ich also hier mit PS1, also PowerShell 1 oder PowerShell-Script sehe ich dann. Und das wäre jetzt die Kombination allen Dinge. Ich melde mich also hier an meinen Tenant. Ich habe hier die Skripte offen, ich habe die JSON offen und schicke dann quasi alles ab. Ich schaue mir hier nochmal JSON an, mache hier einen Refresh und ich sehe also hier eine Richtlinie in meinen Tenant drinne. Das ist gerade eben erstellt worden mit den entsprechenden Parametern. Ich sehe also hier die Konfiguration schon fertig drin, das über JSON reinkam. Das Einzige, was ich hier noch tun muss, ist, ich setze auf die Benutzergruppe an, sage hier Review and Save und schon ist die Power oder beziehungsweise die Richtlinie erstellt und kann verwendet werden. Also so schnell kann es gehen. Sorry, wenn es extrem schnell war hier im Video, aber es ist tatsächlich, es sind ein paar Sachen, ich musste JSON holen also für die Konfiguration. Ich habe ein PowerShell-Skript, das nutzt die Graph API und so kann ich das automatisiert erstellen, wenn man es mag. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Das wäre jetzt die Problembehandlung bei Application Protection Policies. Die können wir uns gerne mal angucken. Statusberichte, das ist quasi das erste unter Apps. Also ich zeige es hier mit der Maus kurz oder ja, mit der Maus hier. Links auf der Folie steht es. Apps Monitor, App Protection Status, da kann ich mir angucken. Sind die Policies draufgekommen aufs System oder stehen die noch aus? Haben wir hier auch eine kleine Demo hier. Da schicken wir einfach mal das Video los. Also hier Protection Status. Sehe ich also hier unter Reports. Kann ich jetzt einen bestimmten Benutzer aussuchen und da kann ich nochmal gucken, was da alles passiert. Also ich habe hier Excel, PowerPoint, Edge und alles drinne. Und dann hier sehe ich Policies, die eben unten angelegt worden sind. Ich sehe auch unter Deliver Policies zum Beispiel der Enhanced Data Protection, was aus dem Data Protection Framework gekommen ist. Und dann sehe ich hier den Status zum Beispiel on the next sync, the app will receive the policies. Also es ist zugewiesen, aber
das Gerät oder die Application hat noch nicht neu eingecheckt und somit läuft es erstmal so weiter, wie es ist. Und dann im nächsten Zyklus würde dann die Applikation einchecken und würde dann auch die Richtlinie konsumieren und entsprechend anlegen. Gut, hier kann ich Ihnen mal überprüfen, ob die Richtlinie auf dem Gerät angewendet wird. Das gebe ich auch mal los, das Video. Also ich gehe hier los, ist ganz eine smarte Sache. Ich brauche den Edge-Browser im Edge Mobile und gehe hier mit About Doppelpunkt slash slash in Intune Help rein. Und ich sehe also hier View Intune App Status. Da klicke ich mal hin und dann kann ich mir die Applikation auswählen, zum Beispiel Outlook. Und da sehe ich hier letzter Check-in, wann es versucht worden ist und wann es angelegt worden ist. Und hier gehe ich dann einfach durch die Liste durch und sage, okay, das sind die ganzen Settings, die ich hier sehe, die man sich anschauen kann und die hier auch angelegt werden auf die entsprechende Applikation. Gut, dann gehen wir weiter, Zusammenfassung von den ganzen Richtlinien. Also hier nochmal. Wer es will, kann sich es nochmal anschauen. Steht auch im Internet dokumentiert noch auf unseren Docpages, wie das Schutzverhalten ist. Also hier ein paar Beispiele. Also wenn der Benutzer nicht lizenziert ist, dann bekommt er auch normalerweise keine Richtlinien, sondern man braucht immer eine Intune-Richtlinie, auch wenn das Device nicht enrolled ist. Lizenz, auch wenn das Device nicht enrolled ist. Wenn die nicht zugeordnet ist, die Richtlinie, dann wird es beim nächsten Check-in dann durchgeführt. Und wie gesagt, es kann sein, dass eine Richtlinie geändert wird, dann ist die vielleicht noch nicht drauf und dann geht man einfach hin und startet die App nochmal. Also dann wird es auch angelegt und im Report sieht man das dann auch. Wer es nachlesen will, kann es tun. Das Video, by the way, das wird es auch auf YouTube geben, also man kann sich gerne nochmal anschauen. Wir schicken auch nochmal einen Link auf unseren Kanälen rum dazu und ansonsten auf der Dokumentation sehen wir es auch noch. Gut. Eine Sache ist die hier, also man haben hier 30 Minuten Intervall und mit den verschiedenen unterschiedlichen Zuweisungen kann es bis 8 Stunden gehen, aber normalerweise haben wir alle 30 Minuten einen Request für eine Änderung drin. Wir schauen uns das hier nochmal ein Beispiel an. Also ich gehe also hier rein und sage dann, was kann ich tun, wenn ich es teste und ich will es unmittelbar draufbringen, dann ist wirklich das Schnellste, wie man es hier zeigt, für Testing mehr oder weniger gedacht. Man nimmt den Account schnell raus, nimmt den Account neu wieder rein und dann bekommt man sofort als quasi in Anführungszeichen neuer Benutzer für App Protection Policy auf dem Gerät die Richtlinien zugewiesen. Das ist tatsächlich der schnellste Weg. Würde ich jetzt weniger empfehlen für Szenarien, die jetzt im Enterprise sind, wenn ein Fehler auftritt, sondern mehr dann für die Szenarien, die tatsächlich fürs Testing sind. Das kann ich dann relativ schnell, wenn man es hier im Video sieht, wegnehmen, wieder draufnehmen und dann sind die Policies drauf. Im Umkehrschluss kann ich, oder dann weiterhin kann ich dann nochmal auf Outlook gehen, hier mit dem Edge-Browser und kann mir die Richtlinien mal angucken, ob die zugewiesen worden sind. Und dann kann ich es hier nochmal gegenkontrollieren, ob die neuen Policies schon drauf sind oder aber auch nicht. Gut, als Takeaways. Wir sind jetzt relativ gut durchgegangen durch die Präsentation hier. Takeaways. Gut, Anna, möchtest du nochmal kurz zusammenfassen, was du in der Übersicht der App-Schutzrichtlinien erzählt hattest? Genau, kurze Zusammenfassung. Die App-Schutzrichtlinien bieten uns die Möglichkeit, unsere Daten zentral in unseren Apps so zu schützen, wie wir das machen möchten und geben uns halt die Möglichkeit, die Übersicht über unsere Geräte, die draußen sind, und unsere Daten zu behalten. Okay, da mache ich auch gerade weiter. Was ist neu in APP? War tatsächlich eine Zusammenfassung über die letzten Monate, die gekommen sind. Also es ist einiges dazukommen. Max Min-Version. Also man sieht, es wird kontinuierlich dran geändert. Das neue Betriebssystemfunktion, wenn sie sofern da sind. Also Universal Links war ein längerer Request schon, der auch über die letzten 8 Monate kam. Sowas kam rein. Es kommen auch verschiedene andere Dinge rein. Wir gehen mit Threat Defense Software um. Die beziehen wir auch mit ein in die Application Protection. Sowas ist mit drin. Interessant war oder denke ich mir wichtig war, einfach mal zu sagen, auch welche Kundenszenarien haben wir. Der Klassiker ist natürlich, ich habe ein Managed Device, habe Applikationen drauf, die Unternehmensdaten konsumieren und die muss ich eben beschützen. Dafür
ist eigentlich der Kerngedanke der Application Protection Policies gekommen. Oder davon ist der gekommen und man kann es so machen und kann die, und das finde ich das Charmante dran, auch in die in das Thema einbeziehen, Conditional Access. Sozusagen, man hat unmanaged Devices, aber halt gemanagte Applikationen. Also kann man hiermit abgreifen. Und dann natürlich Problembehandlung. Was kann man denn tun? Also wir haben hier fürs Testing, denke ich, eine Möglichkeit aufgezeigt. Und dann haben wir nochmal gesagt, was sind in etwa die Zyklen, die da kommen. Da hat man die Slide mit aufgelegt. Und natürlich auch der Edge-Browser, der mit Intune Help einiges anzeigen kann. Und ich denke, das ist eins wirklich der charmanten Troubleshooting-Utilities, die wir haben. Einfach ganz auf unkomplizierte Weise zu sagen, ist meine Policy da oder aber auch nicht. Und ja, mit der Zusammenfassung gehe ich einfach kurz aufs nächste Slide. Q&A, wir hatten schon hier in Q&A eine Frage bekommen. Wir lassen noch mal ein Minütchen oder so offen, sollten noch Frage sein, bitte kurz reinzustellen. Die Anna hat hier schon die Schnittstellen beantwortet für diejenigen, die Entwickler sind. Sei es angemerkt, es gibt unter den Links, die Anna geteilt hat, auch einen Verweis aufs Intune SDK. Der SDK ist verfügbar für Android und iOS, auch wie es Anna geschrieben hat, und der kann in jede Application, die ihm geschrieben wird, eingearbeitet werden. Wir haben auch, sei auch empfohlen auf Intune What's New, kann man wieder gerne mal drauf gucken. Da sehen wir nämlich auch, dass fast jedes Monat immer ein paar Applikationen neu dazukommen, die Intune SDK integriert haben jetzt, eben aus den Gründen einmal in diesen App-Only oder App-Management-Only-Szenario zu agieren oder zu funktionieren und da untereinander Daten austauschen zu können, als auch dann für Conditional Access auf App-Ebene da Möglichkeiten zu bieten. Also das kann man eigentlich nur mal sagen, die Links, die Anna hier geschickt hat und wie gesagt, Bots New Link, vielleicht auch mal reingucken, weil da sieht man auch die Apps. Oder wer ein Intune Tenant hat, auch mal alle Apps einschalten. Also man hat es ja in der Demo gesehen, ich gehe hin auf alle Applikationen und dann sehe ich die Liste von allen Apps, die tatsächlich drin sind. Und es gibt auch Möglichkeiten, die eigenen Line of Business Applications eben dort einzubauen, auch wenn die nicht über irgendeinen Store laufen. Das sollte aber in der Dokumentation oder auf GitHub Repository sollte entsprechende Doku darlegen, wie man das dann tut. Gut, dann, wie gesagt, würde ich noch mal ein Minütchen offen lassen. Dann frage ich mal, weil wir hier in die Runde. Anna, so kurz deine Erfahrung mit Application Policies. Wie gehen deine Kunden damit um? Gibt es viele in der Richtung, die es machen? Und was ist deren Szenario? Also insgesamt begleite ich im Moment mehrere POCs zu dem Thema. Ja, und das Szenario ist wirklich das Thema, dass wir halt Projektmitarbeiter haben, die kurzfristig dazukommen können, kommen müssen, denen wir aber keine Geräte zur Verfügung stellen können, die aber arbeitsfähig sein sollen. Und da machen diese Policies halt wirklich Sinn. Das heißt, wir evaluieren das dann mit dem Kunden zusammen, wenden die Best Practices an, zeigen den Kunden, wie schreiben wir diese Policies, verproben das und verproben das auch im Feld. Auch sehr beliebt ist es halt, die App-Policy-Regeln für Frontline-Worker, also gerade für alle Leute, die draußen im Feld sind. Wenn ich sage, ich habe jemanden, der sei es Pakete ausliefert, der Lieferungen macht, häusliche Dienste, ja, die sich schnell informieren müssen und die aber auch private Geräte verwenden, da sind diese App-Schutzrichtlinien Gold wert. Da können Schichtpläne drauf abgerufen werden oder Dienstpläne. Wir haben das dann immer in einem sicheren Szenario. Die Mitarbeiter sind up to date und ich als Firma muss nicht noch extra Geräte rausgeben. Von daher, ich sehe das im Feld immer mehr kommen, aber auch Firmen, die ein ganz normales Management haben. Das heißt, wirklich die Geräte sind im Management drin und es werden nochmal die App Protection Policies draufgelegt, um sicherzugehen, dass gewisse Applikationen geschützt sind. Also aus meiner Sicht ist es wirklich was, es wird gerne verwendet und es gibt sehr viele Szenarien, wo ich es verwenden kann. Okay, super. Danke dir, Anna, für den Background. Und jetzt will ich auch gerne nochmal den Thorsten, vielleicht kann der Thorsten auch noch einen Satz dazu sagen, wie seine Erfahrungen sind. Der Thorsten war heute in der Moderation. Ja, genau. Aber
Aber ich will Thorsten jetzt auch noch mal kurz eine Stimme geben. Ja, vielleicht, Thorsten, kannst du Ja. ganz kurz noch mal anfügen. Ja, danke dafür. Danke vor allen Dingen Anna und Lothar für die tolle Session heute. Das, was du, Anna, sagtest bezüglich der Szenarien und den POCs bei deinem Kunden, wie damit umgegangen wird, kann ich zu 100% bestätigen. Gerade das Beispiel mit den First-Line-Workern ist für mich eines der treffendsten in dem Umfeld, um das kurz auf die, ich sag mal, Logistikerbranche vielleicht mal zu spielen oder auf die Lieferdienste da mal einzugehen. Immer da, wo ich in Szenarien komme, wo ich wechselnde, ich sag mal, Mitarbeiter vielleicht habe, ich sag mal, die Lieferdienste ist ein gutes Beispiel dafür. Da habe ich nämlich dann den Zustand, dass ich keine Firmengeräte rausgebe, sondern sehr oft auf die Privatgeräte absetze, um da eine Trennung zwischen meinen geschäftlichen und persönlichen Daten hervorzurufen, sind die App Protection Policies natürlich, wie die Anna sagt, auch Gold wert. Und das ist für mich einer der Hauptkernpunkte und der Hauptbotschaft für heute, die es hier einfach gilt mitzunehmen. Und daher pflichte ich dem, was du, Lothar, und du, Anna, gesagt hast, zu 100% dabei. Okay, super. Dann, wie gesagt, Fragen sind keine mehr reingekommen, sehe ich gerade. Dann würde ich sagen an der Stelle, besten Dank für die Teilnahme. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und ansonsten werden wir noch die Agenda nochmal rumschicken, publishen auf LinkedIn und hoffen, dass wir das nächste Mal wieder eine gute Teilnahme haben. Und bis zum nächsten Mal dann. In dem Sinne. Einen schönen Tag noch.